Hallöchen, liebe Bastelfreunde, und herzlich willkommen hier zur nächsten Folge für den VW Käfer vom Verlag Hachette. Wir werden uns heute die Ausgaben 64 bis 67 anschauen und was wir genau an Arbeitsschritten machen, zeige ich euch gleich im Detail. Ihr lasst gerne vorher noch ein kostenloses Abonnement hier auf dem Kanal da. Über und Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen. So, also im ersten Schritt fangen wir an mit dem Motorschutzblech. Dafür brauchen wir einmal unser Fahrgestell und gehen hier an die Rückseite des Modells. So, dann schauen wir mal. Wo wir das hier hinbauen müssen. So, und zwar müssen wir das Bauteil nämlich hier einmal so rum, dass quasi die Scheibe mit dem Keilriemen hier quasi unten drin liegt. So, hier drunter setzen. Und dann gibt es hier rechts und links kleine Schraubverbindungen. Da müssen wir das Bauteil, glaube ich, drüber setzen. Ja. So, jetzt mal schauen, wie man das da drüber bekommt. Okay, dann brauchen wir die Schrauben AP. So, drehen die jetzt hier ein. Da haben wir den Arbeitsschritt fertig. Okay, dann brauchen wir jetzt wieder den Teilebister und nehmen uns hier die Bauteile heraus. So, wir sollen den Rahmen jetzt so herum hinlegen. Die Scheibe kommt jetzt so herum hier drauf. Dann kommt zuerst hier der schwarze Winkel. Den stecken wir hier drüber und machen den mit CP-Schrauben fest. Dann brauchen wir die zwei Teile, stecken das jetzt, ich muss kurz richtig rum in die Hand nehmen, so, und stecken das jetzt hier drüber. So, dann brauchen wir unser Fahrgehäuse, halt die Karosserie. Vorher wird der, was ich eben zusammengesteckt habe, noch hier außen aufgesetzt. Und wir setzen das Ganze jetzt hier auf der linken Seite einfach hier in die Karosserie ein. So, da werden jetzt bloß die großen Löcher in die Karosserie-Innenwand eingesetzt.
muss man noch schauen hier mit dem Fenster, dass das hier sauber abschließt. Das macht es bei mir jetzt gerade noch nicht. Das muss ich jetzt eben noch korrigieren und dann wird das hier quasi innen bloß noch mit den BP-Schrauben einmal befestigt. So, Ausgabe 65 beinhaltet den gleichen Arbeitsschritt auf der rechten Seite und dann gehen wir schon zur Ausgabe 66, nämlich dem linken hinteren Kotflügel. Und da auch gleich vorweg in der Ausgabe 67 wiederholt sich der ganze Schritt dann für die rechte Seite. So, wir nehmen uns als erstes hier oben die Chromzierleiste, setzen die als erstes hier oben ein. Dann sollen wir die Gummilippe, die hier beigefügt ist, einmal hier über das Scheinwerfergehäuse setzen. Und dann hier entsprechend anfügen. So, das breite Ende kommt oben hin, das schmale unten. Besser ist vielleicht die Lippe hier aufzusetzen. Andersrum. So. So, muss man die Lippe wahrscheinlich auch umdrehen. Genau, und dann passt sie nämlich auch perfekt hier auf das Karosserieteil mit den Aussparungen. So, da drauf. Dann kommen jetzt hier rückseitig zwei AP-Schrauben rein. Im Anschluss kommt, wenn es festgeschraubt ist, die Chromblende drauf. Und danach das Lichtgehäuse, wobei der Blinker, also sprich der orangene Teil, später nach oben zeigen muss. So, den Schritt bereite ich mal soweit vor und dann bauen wir das Bauteil an der Karosserie noch an. So, um das oder den Kotflügel jetzt hier befestigen zu können, müssen wir jetzt einmal den Kotflügel entsprechend auf der linken Seite einmal hier kurz Probe halten, damit wir sehen, wo sind die Schraubverbindungen, die wir benötigen. Und dann fangen wir an mit den BM-Schrauben. Die kommen jetzt 1, 2, 3, 4 mal. Und hier zum Schluss, hier hinten am unteren Ende, kommt eine AM-Schraube rein. So, das heißt, ich nehme jetzt meine BM-Schraube, dass wir das mal fixiert haben. Und dann mache ich die anderen Schrauben noch eben fix alleine. So, das hält das erstmal. Und dann, wie gesagt, mache ich jetzt die anderen Schrauben eben alleine und setze dann noch den zweiten Kotflügel ran und dann war es das für das Video auch schon wieder gewesen. So, Lieben, und damit sind wir auch schon wieder am Ende für die heutige Videofolge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und ich sage dir tschüss und bis zum nächsten Mal.